Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video auf Kanal. So wie ich ja gesagt habe, wird in Zukunft sowas wie Tutorials, sowas wie Vlogs und so weiter auf meinem Kanal geben, also nicht nur noch Games. Und ich dachte mir, wie ich euch gesagt habe, da steht er. Er ist kaputt. Er funktioniert nicht mehr. Stream geht nicht mehr. Videos geht nicht mehr. Na gut. Es muss auseinandergenommen werden. Es müssen neue Teile rein und ich dachte mir, ich zeige euch mal welche. Ich hoffe, der Ton ist gut, weil ich muss ein Handy nehmen. So, wir gehen mal kurz hier rüber und stellen fest, rein kommt ein Ryzen 5 mit 3600 MHz und zwar auf 6 Kerne. Ein neues Mainboard, das Qualcomm A320MK und 16 GB. Arbeitsspeicher DDR4. So, ich werde gleich mal sehen, wie ich das alles auspacke. Und jetzt werden wir mal versuchen, das Ding hier wieder hinzustellen. Mal gucken, ob wir versuchen es. Ja, hoffentlich halt nachher keine Schnittkante. So, wir müssen ihn jetzt hier auseinandernehmen. Weil wir reißen hier alles raus, was drin ist. Einfach ohne Erbarm, einfach alles raus damit. Brauchen wir alles nicht mehr, wollen wir nicht mehr haben. Also, ja. Das kommt auch einfach raus. Ich hoffe, das passt nachher noch. Und die ganzen Kabel wollen wir auch nicht mehr haben. Wozu auch? Jetzt machen wir den Rechner nur an. Nächstes schönes, die schönen Arbeitsspeicher hier, wollen wir auch nicht mehr haben. Schön waren sie. Gebrauchen können wir sie nicht mehr. Passt alles nicht. So, jetzt kriegen wir die raus. Hier ist aber die Lüfter, muss alles ab. Und ein etwas längeres Video. Ich werde nachher noch mit Hintergrundmusik speisen, sobald der Rechner funktioniert. Und dann. Ja. Genau. Endlich müssen wir jetzt noch einen Staubsauger nehmen. Wir müssen den Rechner jetzt unseren sauber machen. Was soll ich sagen? Ich habe keine Lust zu. Ist zu laut jetzt. So, alle Schräubchen. Raus. Gibt es eigentlich noch Schrauben hier drin? Oder hat die eigentlich schon alle rausgenommen? Sieht man da überhaupt noch was? Gut. Muss ab und zu mal meine Frau fragen, ob man noch was sieht. Weil ich habe keine Ahnung. Ich kann da nicht hinziehen. So. Fest. Ich habe ihn gerade mal mit zwei Schrauben festgemacht. Ja. Muss also noch ein paar Schrauben holen. Hoffentlich haben wir noch welche. So, da ist das gute Stück. Auch das ziehen wir ab. Brauchen wir auch nicht mehr. Also, was brauchen wir nicht mehr? Brauchen wir schon noch, aber brauchen wir nicht mehr jetzt. So, dann packen wir mal alles zur Seite. Und weil es so schön ist, packen wir auch den zur Seite. Brauchen wir auch nicht mehr. Sieht man noch was? Sehen wir uns mal das gute Teil hier. Erstmal festgestellt, ja, schön klein, aber ich habe auch festgestellt, man kann da nichts mehr anschließen. Also. Umso neuer die Mainboards werden, umso weniger kann man anstellen. Kann man mit Erweiterung lösen, also man kann sich eine Box hinstellen und dann kann man mehr PCI Express Stecksätze dran haben. Aber ja,
Ja, mal SATA-Kabel. Hey, kann ich mithandeln. So, da haben wir das Jubelstück. Hat der nicht meine Lichterhalterung? Abstandshalter mit einer Schraube. Okay. Blende. Aber das Problem. Was wir haben werden, ist wahrscheinlich. Sieht man das Ding? Ja, ich muss ab und zu mal nachfragen. Wie gesagt, das ist auf der anderen Seite der Kamera von meinem Handy. So, tut mal sich, was man nicht fahren sollte. Ich fasse mal so ein. Okay, ich bin begeistert. Oder auch nicht. 1, 2, 3, 4, 5 Starter. Hier ist für eine Festplatte. Also meine Soundkarten kann ich alle nicht mehr gebrauchen und meine Grafikkarte auch nicht mehr. So wie es aussieht. Wir schauen mal. Kommen wir erstmal zum hübschen Prozessor. Packen wir mal aus. Gucken wir mal, was da drin haben. Ein Zettel. Brauchen wir nicht. Noch mehr Zettel. Brauchen wir nicht. Prozessor? Brauchen wir nicht. Scherz. Da ist noch was drin. Das ist nicht mehr drin. Brauchen wir nicht. Gut, das ist nicht Sport. Aber ja. Hier ist der Lüfter. Ich hoffe, der leuchtet noch. Mein Alter konnte mal leuchten. Ich hoffe, der hat auch RGB. Wie war der Spruch? Brauchen wir nicht. Gebe ich später ab. Lüfter? Brauchen wir nicht. Und wir haben das nächste Problem. Wir brauchen doch die Anleitung. Ich kriege nämlich das wahrscheinlich nicht drauf. Ja, das Problem brauchen wir nicht. Okay, fangen wir mal an. Zuerst müssen wir unseren hübschen Prozessor draufsetzen. Würde ich auch gerne wegschmeißen, sagen brauchen wir nicht, aber den brauchen wir. Problem an der ganzen Sache ist, ich weiß ja nicht, ob das Board hier updated ist. Beim schlimmsten Fall. Funktioniert es nicht mit dem Prozessor, weil eigentlich ist das Board für ein 3000er CPU, also für ein Ryzen 3 bzw. ein Ryzen 2. Gut, probieren wir aus, ansonsten müssen wir noch ein Update machen. Mach ich nicht mehr mit euch. Mach ich in meinem Stimmkellerchen. So. Vorsichtig entnehmen, hier ist eine Ecke zu sehen und hier ist eigentlich auch eine Ecke zu sehen. Und an der Ecke kommt die Ecke ran. Also, wenn man hier den Film kaputt macht, ne, dann kann man das ganze Ding wegschmeißen. Und wenn man sowas selbst zusammenbaut, dann hat man keine Garantie darauf. So, das wäre der erste Streich. Der zweite folgt zugleich und zwar brauchen wir die Möglichkeit, hier eine Halterung zu haben. Müssen wir mal gucken, ob wir den hier einfach abschrauben können und den darin klemmen können. Oder cool. Er sagt, ich soll dort einen Hammer nehmen und soll das Ding hier rausklappen. Jetzt müsste ich noch wissen, wo ich meinen Schraubenzieher lassen. Hätte weggeschmissen mit den Worten, den bräuchten. Thank you.
7 meine Ordnung. Da haben wir. So, wir rollen jetzt das Ding hier mal ab. Schmeißen in die Ecke mit den Worten. Auf den Weg. Oder bauen wir da eine Wasserkühlung. Nee, machen wir später. Eigentlich halt noch eine Wasserkühlung rumzuliegen. Aber ich will erstmal sehen, wie es mit dem Original läuft und später das Ding übertakten. Das Ding ist nämlich übertaktungsready, wenn ich richtig informiert bin. Das heißt, wir können das Ding auf maximal 4000 hochtakten. Und dann sparen wir uns nämlich ein bisschen. Auch schön, dass du sowas für den Kühler mitliefern, aber lieber der Spruch, brauchen wir nicht. So, die Frage ist, ob das Ding unten dran bleibt oder nicht. Da war doch wieder das Thema mit der Anleitung. Ich wusste, ich brauche die doch. Das war sie nicht. Das war sie. Sehr informativ, nämlich überhaupt nicht. Weil diese Anleitung ist für ein FM2 AM3 Plus CPU. Läuft. OMD, ihr habt was falsch gemacht. Was das Ding noch? Oder schmeißen wir es einfach weg? Ich würde mal sagen, wir brauchen das noch. Löcher sind nicht geboren. Also machen wir die Dinge wieder rein. So, wollen wir die Anschluss für CPU? So. Ich hätte gar nicht mehr drauf. Ist etwas tricky. Nee, dann passt der gar nicht auf. So, jetzt sind wir so, schauen wir jetzt vorsichtig einmal das ganze Board auf. Und zwar steht auf, damit sich das schön miteinander alles verbindet.
Ist schon lustig gemacht, aber das Ding leuchtet nicht. Finde ich nicht gut. Ich will eigentlich schon mal ein bisschen fester, die schon mit der Lüfte irgendwann abgeht und runter. Vorteil ist, dass mit dem Anschrauben sehr gut ist, um nichts zu lassen. So. Jetzt machen wir hier den Lüfter rein, damit es ihn entlasen kann. So, könnt ihr euch was geben. So, haben wir schon mal das Wichtigste dran. Das Ding kann denken. So, jetzt kommen wir zu den Arbeitsspeichern. Habe ich echt aufgerüstet. Also vorher waren das nur 12 GB Arbeitsspeicher und jetzt habe ich 16. Also 4 GB mehr. Schneller vor allen Dingen DDR4. Die beste Leistung. So dann beim Prozessor bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich damit einen guten Kauf gehe. Also eigentlich hätte ich einen Ryzen 9 nehmen müssen, aber eine Million habe ich noch nicht. Aber vielleicht nicht. So, hier sind die guten Stücke. Und auch die werden jetzt hier, sind übrigens auch sehr, sehr klein geworden. Die haben früher mal größer. Okay, hier sind jetzt nur noch auf einer Seite rein. Okay. Ein bisschen umständlich, aber das läuft. Dann haben wir die gerade rein. Also, geht gerade hin. Hier schräg drin. Hier runterdrücken. Hier runterdrücken. Zudrücken. Das die Nippel klicken. Wenn die Nippel geklickt haben, läuft. So, dann haben wir hier Sachen. Kennt ihr den Spruch? Brauchen wir nicht. Wir haben eine Grafikkarte. Wollt ihr sie kaufen? Könnt ihr versteigern bei eBay oder so? Nein? Toll. Dann sage ich mal, brauchen wir nicht. So, viele gute Dinge sind da und wir legen das Ding mal zur Seite. Die Blende? Ja, genau. Ihr habt erraten. Brauchen wir. So, da ist das gute Ding wieder. Zuerst müssen wir eine Blende reinmachen, damit der Mainboard blenden kann. Wem auch immer blenden soll, aber mich nicht. Weil das leuchtet jetzt mal. Egal. Können wir demnächst bei Action mal so für 6 Euro jetzt Leuchtstäbe, ne? Die kann man hier reinkleben, dann leuchtet der Computer. Mal gucken. Hier rum. Hier. Die Blende machen müssen. Und ob das alles so passt, wie ich mir das jetzt vorstelle. Das können wir hier Platz machen. Weil der größte Spaß kommt eigentlich noch. Wir müssen die Pins noch anschließen. Und das ist ein happy Spaß. Aber richtig happy. So, meine alten Rechner, die kriegen meine Kinder dann auseinandergeschlachtet. So, das ist gebaut. Ja, gut. Und dann müssen wir mal gucken. Wir haben hier einen USB-Anschluss und haben hier. Was ist das? Ein USB-Anschluss.
So, dann haben wir hier, das ist der Frontausblick. Das ist Strom, das ist ein Speaker-Anschluss. Bevor ich frag, woher ich das weiß, ich mach sowas öfter. Was ist denn für ein Anschluss? Steht der Mikro? E1299, das ist so kacke. Ich so viel benutze und das ist ja nicht mehr. Ja, aber den kommen wir einfach. HD Audio. Ich glaube, den benutzt man ohnehin, ja. Für die Audio-Frontpanel. Müsste ich vielleicht doch mal nachher ein bisschen googeln. So, aber das Wichtigste ist eigentlich, wir müssen diese anderen Panels finden. Wenn man die noch 20.000 Kabel, dann soll die. Kabel. Wir haben Rosette drehen. LED. Hier. Gott schenke mir eine Brille. So, ich mach mal kurz Pause. So, da sind wir wieder. So, wir gucken mal, ob wir das jetzt hier richtig gemacht haben. Wir haben jetzt noch ein Reset SW. Der müsste, glaube ich, unten hin. Problem ist, es bleiben zwei Kabel übrig und ich weiß nicht, wo die herkommt. Ich kann jetzt raten. Wir haben drei Pins übrig. Ich rate mal in der Hoffnung, dass das Ding nicht kaputt ist. Also ich stecke mal hier rein. Das ist super eine LED. Den stecken wir jetzt hier rein. Ach, wenn ich nicht so eine Wurstfinger hätte. Das Schlimme ist, dass der Panel sich geändert hat und dementsprechend nicht mehr der alte Panel ist. So, haben wir erstmal soweit fertig. Jetzt können wir den vorsichtig anheben und vorsichtig mit feinster Gewalt hier reindrücken. Betonung auf feinste Gewalt. Jetzt wird er wahrscheinlich nichts mehr sehen. Jetzt gucken wir mal, dass hier die ganzen Pins richtig sind. Der kommt hier auch noch ran, inzwischen weiß ich auch, wo der rankommt. So, jetzt haben wir ein Problem, dass ein Schrauben fehlt, weil ich gesagt, da waren nur noch zwei Schrauben drin. Was machen wir da? Genau. Wir lassen die draußen. Aus dem Lüfter können wir nicht mehr anschließen.
aber gibt Platz mehr für. Jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen ausfallen. So viel wird durch die Gegend geschmissen. Ja, ich kann mir die Schrauben nicht finden. Ach, ich liebe meine Ordnung. Die Leute brauchen wir alle nicht. Die brauchen wir nicht. Das wollen wir nicht, die brauchen wir nicht, das wollen wir auch nicht haben, den Schrauben, die brauchen wir noch. Ja, das war der Schrauben, das geht ja. Okay, ich mache noch mal kurz eine Pause drin und dann gibt es euch gleich nach, was heute nach der Pause. So Leute, ich habe ein paar Schrauben rausgesucht und die alten gefunden, aber habe festgestellt, dass die nicht reichen. Also schrauben wir jetzt hier. Eigentlich seht ihr gar nichts außer den Rechner, ne? Muss ich schrauben und gleichzeitig die Kamera festhalten. Das ist ja geil. Oder wir überlegen uns, wenn man dann viel sauber drin machen. Wenn wir sie backen. Ja. Muss ich mit einer Hand schrauben. Ist aber auch halb geschlossen. Kriegen wir auch irgendwie gebacken. So, jetzt muss ich das hier richtig hin, damit die Pins hochpasst. Sonst kann man das nämlich nicht festschrauben. Ist ein bisschen tricky mit einer Hand. Ein bisschen tricky ist das Öldip. Wie machen wir das denn? Okay, Austin. Ja. Nee, das funktioniert nicht. Das funktioniert auch nicht, aber gut. Machen wir es jetzt so. Versuchen einfach mit einer Hand schneller rumzufummeln. Wird schon gut funktionieren. Wenn man das auch das richtige Loch macht. Das geht so ja nicht. Das müssen wir mal. Nee, das ist kacke. Was nicht kacke ist, das wenn wir das so machen. Dann sieht das zumindest einigermaßen hat. Das eigentlich macht man so mit einer Schraubenzieher. So mit einer Schraubenmacher. Wenn man noch Schrauben zu Hause hat, wenn man es öfter macht. Dann hat man die noch zu Hause. So, wie gesagt, das Ding ganz genau ranmachen.
Schraube rauflegen. Und raufgeschraubt, das ganze Ding. So, da haben wir die erste. Allzu viele sind es ja nicht. Das Hauptproblem, was wir noch haben werden, ist, ich weiß ja nicht, ob meine Grafikkarte passt. Also nicht die, die ich gerade zur Seite geschmissen habe. Die ist kaputt. Wenn es knackt, ist fest. Und nach fest kommt locker. Kennst du den Spruch? So, hier brauchen wir nicht mit den 3 ran machen. Vielleicht können wir jetzt hier ran machen. Allerdings ist das ein bisschen frickeliger, weil man. Wenn man solche Wurstchen hat, wie ich das versucht, an den Stellenrand zu kommen. Noch. Aber es sollte jetzt alles schön fest sein. Das war der erste Streich und der nächste folgt gleich. Das Hauptproblem, was wir haben, ist, dass dieser Lüfter hier hinten nicht funktionieren wird, weil dafür keinen Anschluss mehr gibt. Aber gut, sei es so. Wir müssen erstmal Stromkabel anschleppen. Eigentlich wollte ich das live drin machen, aber ich dachte mir, nee, das geht nicht so. Aber ich könnte gerne. Und ab und unten leichter lassen. Eigentlich ein möglichen Bildschirm. 80 plus vielleicht heute ein bisschen mehr Strom. Kann allerdings sein, dass mit 300 noch was zu wenig ist. Hier.
So, nachdem mein Handy jetzt abgebrochen hat, die Aufnahme, sind wir bei der Grafikkarte angelangt. Eine schöne 1050 Ti, die darin kommt. Nicht so wie die vorher drin war. Da war das Handy weg. Haben wir noch mehr Festplatten drin, aber ich muss erstmal sehen, wie gesagt, was ich vorhin schon mal sagte, wie viel Platz habe ich noch und welche sind kaputt gegangen. Ich hoffe, dass die Grafikkarte passt, müsste eigentlich. Ein bisschen nachdrücken, dann die Dinge runterschieben, dann braucht man nämlich keine Verschraubung. So. Problem ist, dass meine Soundkarten nicht mehr passen werden. Dass er jetzt erstmal so weit fertig ist, dass ich ihn anschließen kann. Dazu müsste ich allerdings erstmal das Ding an meinem, ich weiß ja nicht, wollen wir die Dinge hier nochmal anklemmen? Ich würde mal sagen, ja, mach mal. Zumindest ist jeden davon. Könnten wir wohl nicht, weil wir dafür keinen Anschluss haben. Mehr. Ja gut, jetzt warten, jetzt hier die Rumlaufwerke. Brauchen wir neu. So. Ich werde das Ganze jetzt mal an meinen Fernseher anklemmen und auf Roman dann. Und heute Abend, denke ich mal, den Inbound zum Livestream. Alles klar. Bis später.